So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy ja, Crystal Chronicles. Das mit dem Zurückgehen war ein bisschen doof von mir, weil ich durch das Ändern des Dingsbums, durch das Ändern der Eigenschaft des Kelches ein bisschen verkackt habe. Naja, dann machen wir einfach weiter den nächsten Dungeon. Ich habe mit Sascha das Dorf Tida ein paar Mal abgefarmt und habe mich dementsprechend ein bisschen ausgerüstet. Aber diesmal sind wir mit der Hino dran. Und das sollte an sich kein Problem sein. Wollen wir mal gucken. Wir müssten jetzt eigentlich in der Villa dran sein. Und wollen wir mal schauen, was es damit so auf sich hat. So richtig kenne ich die Villa jetzt nicht. Moschitz Villa. Jack Machette was starving. So he ordered his Tonberry chefs to make dinner right away. But when Maggie awoke from her nap, she was furious to find the table bare. How dare you forget my dinner? She bellowed at her husband. Jack knew the trouble he was in, so he demanded the chefs make great haste. But, as always, they took their own good time. Die Villa des Jack Moschett. Ja, das wird mal wieder ein Spaß. Jo, wir müssen die Köche klatschen. Ja, 37 Stärke, das geht soweit. Hino ist jetzt noch nicht ganz so gut ausgerüstet wie ich. Ansonsten, ja, wollen wir mal gucken, ja, was wir hier so hinkriegen. Ein paar Kätzchen. Schön. Muss er. Oh, ist das mies. Ist das mies. So, eins ist schon mal down. Ich habe noch keinen Vita-Zauber, deswegen will ich mich mit denen noch nicht so stark anlegen. Gut, die Hino kann ja ein bisschen rumballern. Alter, das kann doch nicht sein. So, das Kätzchen ist hinüber, super. Ich hab schon mal gleich ein neues Artefakt. So, der ist auch hinüber, das ist gut. Der auch, wunderbar. Gab schon mal ordentlich Eisen. Diese Villa ist ein bisschen berühmt, beziehungsweise ein bisschen tricky, weil die öffnet sich nur für die entsprechende Klasse. Hier wird jetzt, das ist glaube ich das Zeichen der Klavats. Jo. Das ist das Zeichen der Selkis, da müssen wir hier drauf und dann können wir hier rein. Ist ein bisschen tricky, muss ich gestehen. Aber kriegt man hin. So, das ist die. Das Schlafzimmer von der alten Trulla. Muschelseide. Jetzt kriegen wir langsam diese ganzen Skizzen für Dingsbums, für irgendwelche Accessoires. Skizze zur Herstellung eines Accessoires für Frauen. Interessant. Lunge hier nicht herum, kümmere dich ums Essen. Gut, die sagt sonst nichts, also wir können, die ist so eingebildet, die olle Zippe, dass wir nichts machen können.
Das sind die Jukes, glaube ich. Ich bin mir, was das angeht, echt nicht so sicher. Das müssten dann dementsprechend die Lilith sein oder andersrum. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da echt keine Ahnung, was da abgeht. Ich weiß nur, dass die Selkies sind. So, Hinulein, schaffst du. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen tricky alles. Aber im Endeffekt ist es halt so, dass wir uns, dass wir alles irgendwie abklappern müssen. Diesen Dungeon kriegen wir nur hin, wenn wir die Köche klatschen. Dann sind sie nämlich sauer. Und dann öffnet sich die Tür zum Moschett. Und dann müssen wir uns hier in diesem Raum mit dem Moschett rumprügeln. Verwirrend ist der Dungeon nicht. Aber das Kämpfen ist hier ein bisschen... der Boss ist hier ein bisschen tricky. Du musst aufpassen, die machen richtig übel Aua. Weil die siehst du halt auch nicht. Das ist so ein bisschen eklig an denen. Es kann sogar sein, dass es hier knapp wird. What? Hallo, ich wollte gerne... Unter dem Tisch ist ein Loch. Okay. Das wusste ich echt nicht. Das ist wirklich reiner Zufall. Ja, komm, machen wir den zurecht. Komm, die Hino kriegt einen roten Kupo. Hier so einen roten Fellknäuel. Das ist doch super, Mädchen. Jo. Ja, die Zeit müssen wir uns einfach mit jedem Charakter so ein bisschen nehmen. Es soll irgendwas Tolles passieren, wenn wir das machen. Allerdings weiß ich nicht genau was. Von daher kann ich das echt nicht sagen. Jo. Schwierig, schwierig. So, jetzt erstmal die andere Seite. Die ein, zwei Minütchen. Hey, gucken dir doch an, den kleinen Schlawiner. Da wird der hier nur gleich das ganze Herz verdreht. Aber wie gesagt, der ist ja nützlich, der Pupp. Von daher. So. Diesmal machen wir es nicht wie beim letzten, dass wir da irgendwie was vergessen. Ich habe das Gefühl, dass die mit der Zeit ihre Farbe so ein bisschen verlieren. Dann können die natürlich auch waschen, aber wenn die Farbe sowieso verlieren, ist halt die Frage, macht das dann noch Sinn? So, dann stelle ich mal wieder auf. Hier hinten den Bommel noch. Super. Ich will es ja nicht, dass der irgendwann so aussieht wie der von Sascha. Auf der einen Stelle kahl, auf den anderen Stellen. Wir könnten natürlich gucken, dass wir dem vielleicht ein Herzchen oder so auf den Bauch malen. Aber ich glaube, das wird dann doch ein bisschen zu anstrengend, weil die Steuerung hier ist echt, sagen wir es mal so, gewöhnungsbedürftig. So, haben wir alles. Hier, da. So. Hier vielleicht noch. Fertig. So, ich hätte gerne einen Stempel. Super, wir haben den Stempel fürs Minispiel komplett. Ja, ja. Aber es gibt eine kleine Bedingung, kann nur im Mehrspielermodus. Mindestens ein Game Boy Advance mit dem Nintendo. Ja, hab ich. Ach, scheiße.
Alles klar. So, wenn wir jetzt im Mehrspielermodus wären, könnten wir hier jetzt den nochmal besuchen und ein kleines Minispiel machen. Ich weiß nicht genau, was die Minispiele bringen. Aber na gut, ja. Also wenn ich hier keinen Wiederzauber kriege, dann habe ich echt ein Problem. Dann muss ich mich dreimal... Schuriken, 38 Stärke. Das ist doch schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, ob die sich auch ändern, wenn wir draufstehen, aber ich glaube nicht. Ich bin mir diesbezüglich nicht sicher. So, jeder Raum beinhaltet zwei. Das bedeutet, es müsste insgesamt vier Räume geben. Ja, hier kann man jetzt raus. Und hier geht's weiter. Sechs Räume, glaube ich. Ach so, ich muss ja auf dieses andere Zeichen warten, was danach kommt. Na komm schon. Ja, diesbezüglich zieht der sich dafür so ein bisschen in die Länge. Das ist schön, dass man hier die Artefakte sehr gut findet. Geht das? Treffe ich die so? Eigentlich würde ich gerne so treffen. Oh, das war gut. Ich glaube, ich sollte öfters hier mit der Dingsbums arbeiten. Oh, Hinus Keule ist echt der Hammer. Ich finde es nur schade, dass man hier keinen Vita-Zauber kriegt. Der... Ja. Wird mir wahrscheinlich das Genick brechen. Ist aber ein bisschen armselig, der Raum. Erst nach dem Misma begannen die Myrae-Bäume ihren Tau abzuwerfen. Aha. Hier kriegt man was zur Story. Eine Weile nachdem das Misma die Welt überflutete, traten die ersten Monster in Erscheinung. Aha. Früher gab es weder Misma noch Monster. Für die Menschen war der Glanz des Kristalls Geschenk genug. Interessant. So. Ich werde jetzt etwas tun, was von Vorsicht bedacht ist. Will ich hier schon rein? Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, da schon reinzugehen. Ich probiere es einfach mal. Aber ich glaube, solange seine Köche leben, macht er gar nichts. Ist, glaube ich, nur ein Riesenraum und der heult dann so ein bisschen rum. Das ist also der riesige Essraum. Hallo Gargoyle. Na komm. So, den Raum machst du platt. Danach gehe ich nochmal in den anderen Raum. Ich versuche wirklich hier alles mitzunehmen. Nicht, weil ich das aus Prinzip mache. Hier ist es wirklich der Fall, weil ich sonst Schiss habe, dass ich nicht genug Vita, dass es wahrscheinlich Probleme gibt, dass ich kein Vita bekomme. Aber dafür, dass die nur hier mit der Keule so richtig schön rumschießen kann. Das ist eigentlich ganz nett gemacht. Hier gibt es sonst nichts, ne? Nee, okay.
Ja, hier würde der Dicke normalerweise essen. Aber wenn wir dem seine Köche abgeschlachtet haben, dann wird er sauer. Ja, werdet ihr dann sehen. Vor allem gibt es danach wieder ein neues Jahr. Also dann haben die ersten Dungeons wieder ihren Tau. Es ist halt nur die Frage, ob ich vielleicht wirklich mal gerade die End-Dungeons ein bisschen abklappern sollte. Nicht, dass wir permanent irgendwie... Theoretisch brauchst du alle zwei... Brauchst du 9 Dungeons. Mit diesen 9 Dungeons könntest du dann theoretisch alles abklappern. Aber ich glaube, hier ist der Raum leer. Ich brauche einen Vita-Zauber. Ich brauche unbedingt einen Vita-Zauber. Ich hoffe, ich finde irgendwann mal in meinem Run hier noch einen Vita-Ring. Die Zauber gibt es nämlich auch als Ringe. Oh, Halleluja, wie geil. Oh, schön. Wunderbar. Ich weiß auch, was für ein Artefakt ich nehme. Weil diese Kommandospalten sind halt schon ganz geil. Okay, super. Da war mir das Glück hold. Engel ist zum Wiederbeleben. Ja, den brauche ich eigentlich nicht. Zauber der Kampfunfähigkeit aufhebt. Inklusive 4 Herzen. Im Einzelspielermodus macht der großartig keinen weiteren Sinn. Von daher ist das mal blöd hingestellt. Oh, hat super gepasst. Nein! Och, das war gemein. Komm schon. Ach, nö. Na gut. Kriegen wir aber so schon hin. Ach nee, das war ja nach diesem Ding. Ich glaube, wenn du draufstehst, bleibt das Zeug stehen. Was eigentlich nicht sein kann. Nee. Ich dachte, da ändert sich gar nichts, aber... Gut, macht nichts. Jo. Ich kann natürlich gucken. Der ist recht langsam. Wenn wir an dem vorbeigehen, macht er so einen Stich. Hier ist wahrscheinlich seine Schreibstube. So, Eis und Feuer. Ja, ist halt die Frage, ob Gravitas was bringt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Gravitas oft eingesetzt, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, dass der Zauber nicht so richtig Damage macht. Oh, Edelreif. Ja, wir sind voll. Wir können uns nichts mehr ausleihen. Ich bleibe einfach mal stehen. Ich gucke mal, ob es was bringt oder nicht. Oder ob da sich jetzt nichts mehr ändert, was eigentlich nicht der Fall ist. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Okay, knapp 10 Sekunden ungefähr. Bis sich das Dingsbums ändert. Okay, alle 10 Sekunden, das hält sich noch in Grenzen. Eben noch mal ein bisschen herumgearbeitet. Mit Endscreen und so ein Scheiß. Ja. So, der ist schon mal hinüber. Na, dann kommt er her. Kann ich das irgendwie so um die Ecke? Nee, geht nicht. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob die direkt... ob das direkt losgeht, sobald der letzte... ich will nicht wissen, was da drin ist. Ich weiß nicht, ob das direkt losgeht, sobald der letzte Koch gestorben ist. Oder ob ich erst in den Hauptraum wieder muss. So, das ist die Küche. Die haben wir jetzt aufgeräumt.
Ja, ja. Jo, genau 10 Sekunden. Habe jetzt gerade mal auf den Record-Timer geguckt. Jo. Gut. Glück gehabt. Da konnte ich das gerade noch mitnehmen. Ich würde, bevor ich diese Lümmel hier besiege, würde ich gerne mal gucken, ob ich hier noch irgendwo was finde. So eine Art Truhe oder so. Was komisch ist, habe ich irgendeinen vergessen? Also du kannst sagen, was du willst, der Special-Angriff von der Hino geht ab. Und das Geld, was die hier verdient, also die Köche lassen auch gut Geld da, ne? So ist es nicht. Aber die Hino ist pleite. Oder war das das gesamte Geld? Ich weiß es gerade nicht, weil ich habe nämlich mit dem Sascha auch sehr viel Geld ausgegeben. Das ist natürlich jetzt die Frage, ist es der... Ist es das Karawanengeld oder nicht? Müsste ich eigentlich offscreen mal nachgucken, ob ein anderer Charakter mehr oder weniger Geld hat. Wo bleibt mein Essen? Ihr Köche, wo seid ihr? Wie, meine Köche sind tot? Wer war das? Ich war das, Kino. Ich werde nicht vernichten. Jetzt ist das weg. Das Interessante hier dran ist auch, dem seine Truller kommt nämlich auch mit. Jetzt kommt die nämlich an und sagt, was los beim Essen, und weil er merkt gerade, dass ihr Gatte auf die Schnauze bekommt. Charles, ich brauche meine Tampons. Ja. Die hat keine Energieanzeige, die kannst du auch nur so ein bisschen K.O. hauen. Aber es geht eigentlich, weil die nur so riesige, fette Zauber macht. Und der macht eigentlich nichts anderes, außer irgendwelche Arschbomben. Boah, ist das mies. Ah, da musst du aufpassen. Es kann sein, dass der die heilt. Es kann sein, dass wir die Troller erst kaputt machen müssen. So, macht erstmal an sich nichts. Das ist mies. Oh, der Dicke, der geht einem so auf den Sack, ey. Mit genug Damage würde das auch so gehen. So, die Hine muss jetzt mal was essen. Gucken, habe ich noch was anderes? Ja, aber die kriegt einen Fisch, dann macht die nämlich wieder ordentlich Damage. Oh, siehst du mal. Das ist unglaublich mit denen. Die gehen einem so auf den Sack gerade. Die steht halt auch immer hinter dem. Die ist jetzt hinüber. Glaube ich. Weiß nicht, ob die noch irgendwas abhält, abmachen kann. Ne, die ist fertig. So. Die 40 Stärke von Fleisch bleiben. Das ist super. Oh, du Ratte. Ja, die
beiden sind nervig, aber das kriegen wir schon hin. So richtig besiegst du den auch nicht. Der war irgendwie außer sich verwirrt und ist immer noch sauer und haut jetzt ab und... Mein Mann! Oh nein, nein, nein! Lass mich nicht allein! Uli! Du hast meinen Mann in die Flucht geschlagen! Tja. Wo das ist, weiß ich auch nicht. Man hätte auch wahrscheinlich ohne dahin kommen können. Oder nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch einfach in den Gatten gerannt. Der rote Bommel. Ja, das war wieder ein Jahr in Final Fantasy Crystal Chronicles. Und ja, ich habe mir vorgenommen, jetzt auch in dem Endstream immer mindestens mal 2 Folgen aufzunehmen. Und am nächsten Tag einfach mal ein bisschen nachzuleveln. Weil es ist schon anstrengend, wenn du mehr als einen Charakter spielst. Wir haben ja jetzt aktuell 4 Stück. Den Sascha, Hino, die Sakura und den Christopher. Und ja, im nächsten Part werde ich die 2 Dungeons hier natürlich nochmal abernten. Das habe ich mir schon auf meine To-Do-Liste draufgezimmert. Und ich hoffe, ja, im nächsten Jahr sozusagen. Das werde ich alles offscreen machen. Da werdet ihr gar nichts mitkriegen von. Das muss ich anders da machen. Das Tagebuch ins Tagebuch eingetragen. Postkupo! Bitte sehr, von Wamsu, der Mutter von Hino. Aha. Maxime, what? Für dich wird die Reise ein Klacks. Vergiss nur nie, was Oma uns immer gesagt hat. Anderer Leut hab und gut, kommt uns Selkis immer gut. Wenn sie's dir nicht geben, hol's dir einfach. Komm, gebongt. wir legen was. Können wir was dazulegen? Ja, komm. Ein Weizenkorn. Das ist eh nicht so viel wert. Na super, das sind ja tolle Vorschläge, die Hino von ihrer Mutti bekommt. Physischen Attacken standhalten, ja, da hat die Hino am Anfang einiges abgekriegt. Was kann die denn nehmen? Runenstab gibt Magie plus 1, Abwehr, Magie. Ich nehme natürlich die Schokotasche. Und dann erwarten wir das nächste Jahr. Einträge aus dem Jahr 2. Ein Lilith aus der Malkarawane lag verletzt am Boden. Weit und breit waren keine Monster zu sehen. Angeblich begegneten sie dem schwarzen Ritter. Warum er wohl so etwas Schlimmes getan hat? Zum Glück ist es bei einer Verletzung geblieben. Und niemand musste sein Leben lassen. Unglaublich, dass außer den Kristallkarawanen noch andere diese Welt bereisen. Ob sie keine Angst vor dem Mismar haben? Ich schmierte dem verletzten Zugvieh die Wunde mit einer Geheimrezeptur ein und der Anführer zeigte uns zum Dank einen kleinen Kristall. Aber sowas tragen doch eigentlich nur Wegelagerer. Moment mal, das waren doch wohl nicht. Das war die Szene, wo der eine Typ so gemeint hat, sein Dingsbums ist kaputt und hat uns dann abgezogen.
Somit ist der Kristall für ein weiteres Jahr gesegnet. Ja, haben wir jetzt öfters, aber naja. Östlich von Komeni liegt das Kut-Limena-Gebirge, das den Kontinent in zwei Hälften teilt. Dort steht der Goblinwall. Wie der Name erahnen lässt, haben sich dort die Goblins eingenistet und ihre eigene Zivilisation und Kultur aufblühen lassen. Die hier nun mal wieder fett am Salto machen. Schon seit längerem waren diese Goblins eine Gefahr für unser Dorf. Und wir entschieden uns, uns dieser Gefahr zu stellen und sie ein für alle Mal zu bannen. Wir schritten zum ersten Mal durch die Toren der Burgstadt Alphitaria. Große Bauten und viele Geschäfte zierten diese Metropole. Ihre Bewohner hatten alle einen leicht gehetzten Gesichtsausdruck und sie eilten hektisch von einem Ort zum anderen. Ironischerweise, Hinos komplette Familie erstmal fetten Salto gemacht. Ironischerweise schlug erst nach dem Verfall von Tida ein Mireebaum dort seine Wurzeln. Vermutlich lassen die verlorenen Seelen des Dorfes den Baum gedeihen. Doch wahrscheinlich ist der Hausmann ebenfalls eine Ausgeburt ihrer enttäuschten Hoffnung und ihrer Verbitterung. Kein Wunder, dass die anderen Karawanen nur ungern diesen Mireebaum aufsuchen. Das war Tida, die einst blühende Stadt. La la la, la la la, la la la. Wir betraten Jack Moschets Villa. Ein gigantisches Haus, dessen Hauspersonal sich fast komplett aus Tomberis zusammensetzte. Und alle hatten sie Kochschürzen um und waren fleißig am Essen zubereiten. Auf jeden Fall waren Herr und Frau Moschett von unserer Visite nicht gerade begeistert. Vielleicht hätten wir vorher klopfen sollen. Vielleicht hätten wir mal nicht die Köche umbringen müssen. Unsere zweite Reise geht zu Ende und somit auch unser zweites Jahr. Es war eine anstrengende Reise, auf der wir von Misma verletzt und von Monstern überfallen wurden. Doch die lächelnden und strahlenden Gesichter, die wir in den Städten und Dörfern trafen, oder die Zeit, die wir gemeinsam mit den anderen Karawanen verbrachten, ließen uns die schlimmen Dinge vergessen. Ich freue mich schon, wenn wir sie das nächste Jahr wieder treffen. Schön. Auf geht's zu einer neuen Reise. Dorf Komeni, drittes Jahr. Die Misma-Ströme des dritten Jahres, oh, die kann ich mir eigentlich immer angucken. Wind, Feuer, Wasser, Erde. Ich werde jetzt offscreen ein bisschen einfach hier die letzten zwei Dungeons nochmal so ein bisschen abgrasen, um den ein oder anderen Dingsbums zu bekommen, den ein oder anderen Charakter ein bisschen aufzuwerten, neue Sachen zu ernten und so weiter und so fort. Ansonsten, ja, wir sind jetzt mit der Hino hier noch ein bisschen unterwegs, wir können das Dorf nochmal abklappern. Grüß dich, Hino. Mir kam zu Ohren, dass Tristan, der Fährmann, wieder zurück ist. Endlich kann der Jägernfluss wieder überquert werden. Stimmt, da war ja auch noch was. Amboss zum Gruße. Benimmt sich Christopher auch artig? Brauchst du Waffen und Rüstung? Ja. Falsche Schmiede. Wir brauchen einen Schneider. Haben wir einen? Ich meine ja. Entschuldigung, bin ich gerade ans Mikrofon gekommen. Wir haben keine Waffen. Das ist ein bisschen doof. Mit den Gegenständen, die mir Sascha schicken wird, werde ich endlich meine Forschung fortsetzen können. Okay, haben wir einen Schneider? Das wird natürlich blöd. Bei uns gibt es das beste Fleisch, aber einseitige Ernährung ist ungesund. Obst und Gemüse sind genauso wichtig.
In letzter Zeit denke ich oft an Sakura-chan, als sie noch ein kleines Kind war. Du erinnerst dich vielleicht nicht, aber du und Sakura, ihr seid oft auf dem Rücken meiner Kuh geritten. Ach, super. In der Regel sagen die alles genau das Gleiche. Hallo Hino, pass hier auf die bösen Monster auf. Ja, hallo Mutti. Willkommen zurück, dass du mir auf der Reise ja gesund bleibst. Hast du verstanden? Zuerst das Brot backen und dann was? Was wollte ich machen? Hino, musst du schon los? Ist nicht viel, aber gibt es Sinnvolles. Oh, cool, wir haben vom Vati was bekommen. Hino, meine Tochter, benötigst du Gegenstände? Dir mache ich einen Sonderpreis. Ja, will ich auch hoffen. Bronze, glaube ich, kann ich nicht gebrauchen. Eisen auch nicht. Muschelseide würde ich gerne mal behalten. Ansonsten hat die Hino nicht so viel Kohle. Aber ich glaube, ich habe mit Sascha alles ausgegeben. Von daher, ja, wir haben keinen Schneider, soweit ich das gesehen habe. Wir haben einen Schmied, wir haben einen Alchemisten, wir haben einen Viehzüchter, wir haben einen Händler. Das ist doof. Naja, dann will ich mal rausgehen, dass wir mal in Ruhe speichern können. Und dann werde ich mit den Charakteren mal alles mal so ein bisschen bereisen. Aber vorher möchte ich natürlich noch genau zurück zu diesem Ort. Wir können ja jetzt alles machen. Es ist mir eine besondere Freude, dass ich mich auch im dritten Jahr persönlich verabschieden kann. Der Jüngling, der sein Dorf verließ, um die Welt von Misma zu erlösen. Er war nicht dumm, schon als kleiner Junge war er sehr wissbegierig. Er begann seine Forschung insbesondere auf ein Element zu konzentrieren. Erde, Wasser und Feuer, Wind soll dieses Element beherrschen können. Das ist ein Teaser auf das ultimative Element. Der Misma-Strom hätte ihm einen Hinweis gegeben, schrieb er. Das brächte die Erlösung. Doch höre nicht auf das Geschwätz eines alten Greises, auf das du auch dieses Jahr heil in das Dorf Komini zurückkehren magst. Lebe wohl. So, wir könnten natürlich jetzt... Ja, den Kram, die Reise nehme ich noch mit. Wir gehen wie folgt vor. Die schon wieder. Eine brillante Taktik. Du bist der beste Boss. Schon klar. Hey, wie lange stehst du schon da? Lang genug, um euch in den Arsch zu treten. Wir sind in einer wichtigen Besprechung. Eine unglaubliche Schleichtechnik. Ruhe, sowas können wir doch schon lange. Na, ich glaube nicht. Rache? Totschlag? Nun mach langsam. Sehen wir aus wie Kriminelle oder gar wie Mörder? Wir hätten auch gar nicht den Mut dazu. Die Klappe. Wir wollen nur Wertgegenstände, klar? Obwohl es meist bei Essbaren bleibt. Ruhe, verdammt! Auf jeden Fall nehmen wir niemanden das Leben. Davon werden wir schließlich auch nicht reich. Wenn Leben etwas wert wäre, hätte ich meins schon längst verkauft. Wir sind gutgesinnte Räuber. Ich verbitte mir in Zukunft diese miesen Anschuldigungen, klar? Ja, ja, ist ja gut. Aber ihr habt uns bestohlen, ihr Lümmel. Oder habt's versucht. Ich weiß nicht, das ist so wirklich so. Ich muss ganz ehrlich sagen, sind zwar Räuber, ja, und Wegelagerer, aber... Allein der Fakt, dass sie eigentlich nur überleben wollen. Ah, der Fluss Belle hat wieder Dingsbums. Okay. Hier ist aber echt viel los. Macht die so ein bisschen sympathisch. Sind so ein bisschen trottelig. Das ist soweit okay, kein Thema. Aber so richtig böse bin ich denen nicht, wenn sie mir ein paar, keine Ahnung, wenn sie mir 10, 15 Gold oder so aus der Tasche luxen. Jetzt habe ich aber genug. Aber nicht doch, junges Fräulein. Dein liebliches Gesicht ist ja vor Wut ganz fertig verzerrt. In den Tiefen des Vulkans ein riesiger Kristall? Als nächstes eine Quelle des Myrethaus am Rande der Meere? Ist das nicht traumhaft? Dann träum alleine weiter. Von deinen Lügenmärchen haben wir genug. In unseren Wagen fährst du nicht mehr mit. Du beliebst zu scherzen. Das würde ja mein Tod bedeuten. Und über sowas macht man keine Witze. Von wegen. Such doch deine tolle Quelle, bevor dich das Misma frisst. Puh, wir sollten das Thema wechseln. Du hörst dich schon an, als wäre es dir ernst. Ich glaube... Und ob es mir ernst ist?
Dann lassen wir die Myrie-Quelle und suchen nach dem legendären Wüstenschatz. Du bleibst hier! Ich glaube, der erzählt den ganzen Kram und die haben echt keinen Bock mehr auf den zuzuhören. Aber der sagt nicht unbedingt die Unwahrheit. Also in der Wüste gibt es schon einen Schatz. Nun warte doch. Oh, du da drüben. Ja, komm, nimm mir den mal mit. So ein Dummschwätzer. Ich verbitte mir diesen ungehobelten Ton. Ich nehme mich mit bis zur nächsten Stadt, aber das war's auch schon. Gestatten, Guardi. Bis zur nächsten Karawane, wenn's genehm ist. Na gut. Oh, wie wäre es mit einem Gedicht? Der König der Stacheln, von allen der Größte, bis ein Blitz ihn erlöste. Diese Gedichte sind sehr wichtig. Deswegen, so oft es geht, sich mit ihm treffen. Oder war es die Königin? Ach was, ob König oder Königin, das macht doch keinen Unterschied. Also irgendeinen riesigen Kaktus mit einem Blitz treffen sozusagen. Aber da komme ich dann dazu später noch. Weil das ist nicht unwichtig. Finde ich sehr, sehr geil gemacht. Kannst ihn ignorieren, kannst sagen, pff, mir doch egal. Ich werde die letzten zwei Dungeons nochmal abgrasen, bevor es jetzt großartig losgeht. Ich muss erstmal gucken. Der Mismar-Strom ist hier Wind. Das bedeutet, ich muss zurück zum Schloss Belle und es gibt wieder ganz viele Tagebucheinträge. Können wir natürlich alles im Tagebuch nochmal nachlesen. So, Element in Wind ändern. Kann ich jetzt in Ruhe hier durchlaufen oder gibt es hier noch irgendwo was? Ich muss halt gucken, dass ich mit den anderen Charakteren irgendwie, wie gesagt, diese Dinge halt so ein bisschen abklapper. Und diese ganzen guten Blaupausen oder Skizzen halt bekomme, dass ich mir gute Waffen machen kann. Obwohl ich sagen muss, auch wenn die Hino nur die Anfängerwaffe immer noch besitzt oder die Kämpferwaffe, bin ich mit dem Spezialangriff von ihr sehr, sehr glücklich, weil so der Doppelschuss ist schon gut, ne? Das muss man der Hino lassen, das hat sie echt gut in Moschets Villa gemacht. Jo. Wird natürlich ein etwas längerer Part, aber wie gesagt, so ein Stündchen ist in meinen Augen immer noch in Ordnung. So, ich würde gerne mal gucken, wo kann man es denn sehen? Kann ich das hier im Tagebuch sehen? Nee, irgendwo kann man das sehen. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich so eigentlich nicht. Oh, wo kann man denn den Mismar-Strom sehen? Ich bin mir sicher, dass das irgendwo ging. Ich bin mir aber nur nicht sicher, mit welchem Knopf. Ich habe jetzt gerade mal versucht, alle Knöpfe auszuprobieren. Aber irgendwie. Na, der Guardi, der hält sich jetzt gut in Grenzen. Also, ich hoffe, dass er uns die ganze Zeit nicht totquatscht. Ihr aus Comedy, ist euch die Weisheit eines Jukes nicht 10 Gil wert? Warum nicht? Mein Sakura ist dann nicht mal auf den Kopf gefallen. Eine weise Entscheidung, ihr aus Comedy. Die Kampfpuddinge. Der erzählt uns jetzt was über die Kampfpuddinge. Ist nicht schlecht, kann man im Tagebuch nachsehen. Aber es ist. Nicht so schlimm, finde ich. So, will ich nach Malen? Nein, will ich noch nicht. Ich will einfach nur zurück und die Dungeons erstmal abfahren. Ich habe sowieso kaum Kohle. So, Feuer. Da muss ich da in die Mine. Jo, die Dungeons vom ersten Dingsbums sind wieder soweit. Mehr oder weniger. Kann ich hier eigentlich. Jene, die nicht. Ja, kenne ich.
Ich finde das Element des Feuers so mit dem Rot sieht schon gar nicht mal schlecht aus. Die Frage ist nur, wo kann ich? Ich weiß nicht. 5 Minuten im Internet suchen wäre wahrscheinlich die beste Idee. Aber jetzt nicht mittendrin in der Aufnahme. Dann mache ich es halt weiterhin so, wie ich es bis jetzt mache. Ich gehe da hin, gucke, was abgeht und dann gehe ich einfach weiter. Obwohl ich eigentlich jetzt schon da sein müsste, wo ich bin. Gut, ich bin schon hier. Ich will aber trotzdem noch mal gucken. Also Feuer und Erde hatte ich. Bedeutet Wasser und... Ja, Wasser. Ich glaube, Wasser war bei Tida. Ich würde nämlich gerne vielleicht noch mal die nächste Stadt mitnehmen. Einfach, dass wir sie mal angeguckt haben. Aber das können wir eigentlich auch im nächsten Part machen. Dann kann ich schon mal in Ruhe ein bisschen abgrasen. Naja, einen kleinen Teaser kann ich ja schon mal vorgeben. Oh, dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Hallo, Stillskin. Ob es wohl eine Obergrenze gibt, wie viele Erinnerungen behalten werden können? Wenn dem so ist, was geschieht mit überflüssigen Erinnerungen? Wohin gehen sie, wenn sie einmal vergessen worden sind? Naja, wie dem auch sei. Ich will einfach nur die Reise genießen. Super. Aber so ein paar tiefgründige Fragen kommen auf der Reise schon mal auf. Ne? Das ist einfach der Fall. Alter, wie die Brüste von der wackeln. Das ist unglaublich. Ich meine, da das so ein bisschen verpixelt ist, hält sich das noch in Grenzen. Aber trotzdem, Leute. Das muss nicht sein. Also für so ein... Für die Altersfreigabe hätte man sich das vielleicht ein bisschen sparen können. Alphitaria-Becken. Das ist also... Oh, das wird auch lustig. Hier geht es auch nicht großartig weiter. Hier gibt es einfach nur zwei Dingsbums. Zwei Dungeons. Die werden uns beim nächsten Mal... Also die nächsten Videos werden diese Dungeons füllen. Die werden auch... Die sind schon harte Dungeons. Muss man sagen. Also da ist es wirklich gut, wenn jeder Charakter wirklich gut ausgerüstet ist. Muss ich gestehen. Also ich werde es ungefähr so machen. Ich werde versuchen, solange ich es halt durchhalte mit jedem Charakter, die zwei Dungeons, die jetzt hier, die wir frisch abgekrast haben, Moschets Villa und Tida, dementsprechend, wie heißt's? Jo, abernten. Und dann sehen wir schon, sind wir weiter. So, jetzt will ich hier nochmal speichern und dann sind wir für heute auch fertig. Und ich würde sagen, viel Spaß beim nächsten Bad. Ein Däumchen während Räumchen. Und wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut, ciao. So, und herzlich willkommen zum Endscreen von Final Fantasy Crystal Chronicles. Ja, wir haben jetzt mit der Hino gespielt, den Dungeon Moschets Villa abgekrast. Und nach einigem Hin- und Herfahren sind wir mit der Sakura dran, besuchen jetzt die Stadt von Sakuras Rasse sozusagen, Sakuras Stadt sozusagen, so wird der Part heißen, den dazugehörigen Dungeon werden wir auch machen, was ein bisschen interessant wird, weil der Kampf so ein bisschen hin und her ist, wie man so schön sieht. Und ich hoffe, ihr habt Spaß und seid beim nächsten Part auch wieder mit drin. Ich verabschiede mich hierfür schon mal und sage, macht's gut. Und ihr könnt euch schon mal darauf vorfreuen, dass wir die andere Seite des Ufers mal besuchen, den Kontinent weiter erforschen und eine weitere Stadt besuchen. Bedeutet, der nächste Part wird auch so wieder so 55 Minuten lang, so ein Stündchen ungefähr, wie die Premieren alle sind. Und dafür können wir mehrere Städte besuchen. Macht's gut, ciao mit V. Thank you.